Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir jetzt neu geholt die Philips Hue LED-Bänder. Das ist jetzt die vierte Generation und bei denen ist es jetzt auch so, man kann sie per Bluetooth steuern. Das heißt, nicht mehr jetzt nur übers WLAN bzw. mit der Philips Hue Bridge. Dazu auch gleich das Verlängerungskabel mit 1 Meter und ja, die werden wir jetzt kurz zusammen unboxen und natürlich auch das neue Schneidsystem bzw. dass man es kürzen kann und dann auch wieder verbinden kann, werden wir uns auch kurz anschauen. So, hier haben wir es jetzt, beide Verpackungen, einmal die Philips Hue, das LED-Band, das hat insgesamt 2 Meter und die Verlängerung hat 1 Meter. Insgesamt könnte man das Ganze verlängern auf 10 Meter, das heißt 2 Meter und dann nochmal 8 mal das dazu. Das kostet aktuell so um den Daumen 80 Euro. Hier sind wir bei ca. 20 bis 25 Euro. Ja, das sind die Preise, so die Durchschnittspreise jetzt auf Amazon. Das einzige oder beziehungsweise der einzige Nachteil ist, ich kann jetzt wirklich nur die vierte Generation mit der vierten Generation von einer Erweiterung verbinden. Ja, soll es aber nicht jetzt das Problem sein, weil man will ja eigentlich immer auf den neuesten Stand sein. Ja, schauen wir uns kurz die Verpackungen an. Hier das Haupttool, ja, Philips Hue, White and Color, LED Stripe Plus. Dann sieht man halt das Ganze mit App Store, Google Play Store, Bluetooth oder Zigbee. Zigbee ist diese, ja, wie soll ich sagen, diese Übertragung mit der Philips Hue Bridge. Hier sehen wir nochmal alle möglichen Sachen, wie es leuchtet, beziehungsweise was auch alles Inhalt ist, beziehungsweise wo man das auch kürzen kann. Das heißt, ich kann nicht überall das LED-Band abschneiden, sondern nur exakt immer nach 33 cm. Aber das schauen wir uns dann genau an, wo das beschrieben ist. Wie lang eigentlich die Dauer ist, wir haben hier 25.000 Stunden angegeben, 20 Watt und 1600 Lumen und ja, ein A hat es nur bekommen. Natürlich auch steuerbar mit der Alexa und auch mit Google Assistant oder halt mit Apple HomeKit. Hier schaut es eigentlich so ziemlich ähnlich aus wie beim Hauptset, nur dass halt hier 1 Meter oben steht und halt hier nochmal beschrieben ist, dass man halt erweitern kann. Ja, und sonst gibt es eigentlich nicht viel mehr. Ich würde sagen, wir schauen einmal beim ersten hinein. Hier kommt uns gleich einmal ja, das LED-Band entgegen. Hier mal drauf, ja, das ist so diese ja, kleine Verbindung, wo ihr dann das LED-Band angeschlossen wird, beziehungsweise dann der Strom. Und hier haben wir jetzt dieses 2 Meter Band. Wichtig ist, überall ist ja, ein Klebestreifen hinten oben, wo wir das dann schön befestigen können. Der war auch wirklich professionell, so alle, was wird das sein, so circa 15 cm, 10 cm Abständen ja, zum Runterziehen ist. Hier sehen wir dann auch schon zum Anstecken für die Erweiterung. Schauen wir, was noch drinnen ist. Natürlich eine Beschreibung, ja, die ist natürlich überall dabei. Und hier geht es dann schon um Strom, ja, das bekannte Netzteil plus diverseste Adapter. Wir brauchen natürlich den hier und das Kabel dann, wo dann angesteckt wird. Hier, das wäre diese besagte Verbindungsbrücke, wenn jetzt schon einmal getrennt worden ist, das Kabel bzw. abgeschnitten, könnte man mit so einer Art Kupplung jetzt das wieder dann verbinden, trotz dass man es einmal abgeschnitten hat. Das heißt, vielleicht einmal einen Fehler machen, wäre es mit dem behoben. So, und jetzt schauen wir noch, was hier drinnen ist. Ja, die 1 Meter Erweiterung haben wir hier drinnen, eigentlich nichts Besonderes. Und hier wäre dann noch so eine Art, vielleicht wäre das für eine Kurve oder eine Ecke zum Verlegen oder halt irgendwie ein Freistehen, wenn man es in einem LED-Kanal hat, dass man halt dann wirklich das so weit darüber verbinden kann, dass das LED-Band halt nicht im LED-Kanal ist. So was kann ich mir vorstellen, was das ist. So, hier haben wir es jetzt. Wir nehmen jetzt die 1 Meter Erweiterung und wir werden jetzt einfach mal, wo hier geschnitten werden muss, nach 33 cm. Das wäre hier, hier ist ein Scherensymbol angezeichnet und hier sollte man dann auch durchschneiden. Und das werde ich jetzt einmal probieren. Ich nehme jetzt meine Unboxing-Schere und schneide mal. Ich hoffe, es funktioniert dann wirklich. Das Wichtigste habe ich schon gesehen. Hier sind dann drinnen so diese Kontakte, wo ich halt das dann wieder verbinden könnte. Wir haben es jetzt wieder zusammengebaut und jetzt starten wir natürlich den Test, ob es funktioniert. Und wir haben es wirklich geschafft. Also trotz, dass es hier geschnitten ist, gibt es hier diese Kupplung und man könnte jetzt dann wirklich trotz eines Fehlers wieder ja, das Ganze reparieren und somit könnte man einen kleinen Schnittfehler mit dem Wiederzusammenbasteln beheben. Ja,
Coole Sache auf jeden Fall. Ja, das war es jetzt ja, mit dem Unboxing, mit dem kurzen Test und mit dem neuen System, dass man halt nach dem Schnitt es wieder verbinden kann. Also die vierte Generation von den Philips Hue LED Bänder. Wichtig ist, bitte beachtet, wenn ihr die vierte Generation kauft, auch die vierte Generation vom Erweiterungsband dann dazu zu kaufen. Ja, die Links dazu natürlich für euch wieder unten in der Videobeschreibung, wo ihr das dann kaufen könnt. Wie gesagt, hier sind wir circa bei 80 Euro, hier sind wir bei circa 25 Euro und ja, ich würde mal sagen, angemessener Preis. Bis zu 10 Meter könnte man das Ganze erweitern, wenn man es für nötig braucht und mal dann wirklich eine lange Linie bzw. lange Strecke dann beleuchten möchte. Ja, was sagt ihr zu den Philips Hue LED Bänder? Ich habe da hinten am Fernseher, seht ihr ja schon, ja auch ein anderes LED-Band, das ist die dritte Generation, jetzt habe ich die vierte Generation und würde mich brennend interessieren, was ihr da so am Start habt für LED-Bände, ob ihr auch so Philips Hue-Fan seid oder halt dann was anderes am Start habt. Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.